Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Urlaub als große Familie zu sechst. Ja, ich wollte eigentlich nicht vloggen, aber jetzt ist das gerade so, weiß ich nicht. Oh, guck mal, Baby. Ja, guck mal, Baby. Ja, also wir haben gerade so ein bisschen Leerlauf, kann man sagen. Also wir sind gerade alle am Strand und es ist so leer gerade, richtig schön. Eigentlich ja, wäre heute Regenwetter angesagt gewesen. Ich glaube, deswegen ist hier einfach auch niemand. Also alle Strandkörbe sind frei. Wir haben tatsächlich einen abbekommen. Und die Kinder sind fast alleine da im Wasser. Und wir sind auch fast alleine hier, ne? Anastasia? Warte mal. Ich stehe mal kurz dahin. Wir haben gerade einfach ein bisschen Ruhe und Spaß. Ich weiß nicht, wo Justus hin ist. Er holt bestimmt gerade wieder was. Wir haben eben auch eingekauft. Also wir waren noch mal kurz Essen kaufen, weil ich war gestern Abend so im Hotel und dachte mir, ich will was naschen. Und es gab nichts zu naschen. Tut mir leid, wenn ich jetzt immer irgendwo anders hingucke. Ich vlogge nämlich ganz spontan mit dem Handy. Ich habe ja, wie gesagt, die Vlogkamera zu Hause gelassen. Was ist das jetzt? Justus Handy vibriert. Irgendjemand ruft an. Ich mach mal aus, ne? Er ist ja nicht erreichbar. So, weg damit. Ja, genau, deswegen ist vielleicht das Video so ein bisschen anders, als du es gewohnt bist. Oh, ich genieße das gerade total. Also, obwohl heute Regen angesagt war, ist gerade in diesem Moment kein Regen. Aber es ist sehr bewölkt und trotzdem sehr, sehr warm. Deswegen sind die Kinder auch im Wasser. Aber ich liebe das hier, dass es so leer ist. Wirklich. Siehst du das da hinten? Keine Menschenseele. Alle Strandkörbe sind unbesetzt. Alles leer, siehst du das? Wie so ein Privatstrand. So sieht das aus, ja. Meine Kinder, da hinten ist Elisa. Und da sind Johann und Clara. Voll schön. Also normalerweise ist es hier nicht so leer, ne? Normalerweise ist es hier proppenvoll auch. Ja genau, zu essen haben wir eben gekauft. Also waren noch mal kurz im Supermarkt. Haben da so ein bisschen Chips und Naschis geholt und so. Und wir waren auch noch beim Bäcker. Weil zum Mittag essen wir meistens dann hier am Strand irgendwas. So sieht das hier aus, unser Einkauf. Ja, nur Gesundes. Man sieht da ein paar Bananen unten, ne? Also ein bisschen was Gesundes ist dabei, genau. Das ist immer so unsere Strandtasche, die wir dabei haben, mit irgendwelchen Schnorcheln und so. Das muss immer dabei sein. Für Anastasia haben wir Kinderwagen dabei. Ist das die Glasscherbe jetzt? Ja, ich habe gerade erst angefangen zu suchen. Oh, okay. Muss ja aufpassen, ne, dass ihr nicht da drauf tretet. Das ist ja von so einer Flasche. Ja. Ja, Baby. Komm, hier ein bisschen Platz. Erster Urlaub, Baby. Dein erster Urlaub, Baby. Dein erster Urlaub. Erster Babyurlaub. Ja, das sieht süß aus. Mit ihrem Häubchen. Ja. Ein bisschen Sonnenschutz für den Kopf, ne? Das ist schon ganz gut so. Einfach nur die Ruhe genießen. Ja, ich habe mit Justus noch gesprochen, warum hast du jetzt so einen Strandkorb geholt? Weil eigentlich wäre ja eine Strandmuschel besser, damit mein Baby da ein bisschen liegen kann. Guck mal, da ist er schon. Aber ne? Dafür habe ich ja jetzt gerade den Kinderwagen mitgenommen, damit ja, das Baby besser schlafen kann. Der kann sich aber nicht drehen. Guck ihn dir mal an. Jetzt bin ich gut. Was hast du gefunden? Oh, das ist aber auch schick. Da waren früher mal Kristalle drin, das ist aber rausgeschliffen alles. Oh, schade. Wer möchte was essen? Das ist ein tolles Stativ hier, guck mal dieses Ding. Ich stelle da einfach ja, die Kamera. Ja, das Ding aber nur, weil wir ja den Strandkorb haben, ne? Sonst wäre das ja nicht möglich. Genau, also mit Kindern immer Strandmuschel, kann ich nur empfehlen, Strandmuschel. Ja, und dann müssen wir aber auch woanders hin, weil ja die Strandmuschel hier ja gar nicht erlaubt ist. Strandmuschel hat kein Stativ. Genau. Nein, das müsste schon voller. So, einmal Sand. Bitte jetzt abtrocknen. Ja, deine Füße sind voller Sand. Dann gibt es Brötchen und Kuchen. Ganz viel Leckereien habe ich eben schon hier gezeigt. Ganz viele Hast du einen Horn gezeigt? Ja? Nee, noch nicht.
Das ganze ungesunde Zeug, das wir gekauft haben. Nee, es ist nicht ungesund. Ist ja, ach so, Schokolade. Gut. So, Brötchen. Das erste Brötchen geht an. Es ist ein Salami. Oh, das ist aber ein Schnitzelbrötchen. Das ist ungesund. Das esse ich lieber. Mit Remouladen. Oh. So, wer will ein Schnitzelbrötchen? Keiner will ein Schnitzelbrötchen. Ich beiß nur einmal ganz kurz rein. Ja, ich beiß nur einmal ganz kurz rein, dass wir das Ding ganz gut. Wenn die Möwen das sehen. Oh, dann kommen sie. Ne? Die Möwen sind hier so frech. Gestern habe ich auch gesehen, wie die einfach bei anderen Leuten da in der Tasche rumgewühlt haben. Da dachte ich auch so, okay. Warum können die das nicht? Und die Leute kamen dann direkt, und dann haben sie weggescheucht. Aber die sind so frech, die kommen dann einfach immer wieder. Ich habe ein Salami-Brötchen, ich habe Schinkenbrötchen. Ich möchte einmal Schinkenbrötchen probieren. Dann muss ich einmal nochmal abbeißen. Mami hat keine Hand frei. Ich habe auch nur Salzwasser in meinen Händen. Ja, dann kannst du ja helfen, einmal Schwimmflügel. Ich mag das schon. Immer keine Sorge, Möwen. Bei uns kriegt ihr nichts. Ja, Clara verteidigt hier alles. Die Möwen können bei uns auch was. Nein. Möwen, ja. Nee, nur gestern hatten wir nicht. Wir hatten nur ein erbärmliches Fladending. Das war lecker. Das war nicht lecker. Doch, das war lecker. Da habe ich für 30 Minuten angestanden. Ja. Dann haben wir jetzt hier noch mehr. Zeig mal den Heus. Wenn ich schon also, wir haben ein Schnitzelbrötchen. Zeig doch mal. Ja. Das ist jetzt schon halb im Kopf verschwunden. Das ist schon bei Johann im Mund drin. Dann haben wir hier noch ein grandioses. Wow. Ja, warte mal kurz. Ich habe hier noch einen mit Schinken. Das darf ich eigentlich für dich. Ich möchte eigentlich mit Salami. Und als hätte ich das hast nicht gewusst. Hast du es nicht gezeigt jetzt? Doch, hier gibt es auch ein Schinkenbrötchen. Ich muss alles nochmal direkt in die Kamera. Hier. Mit Salami und Ei. Oh. Aber Elisa mag keine Gurken. Und ich mag auch keinen Salat. Ja. Auch kein Salat. Ich möchte bitte nur Brötchen und Salat. Ohne gesundes, bitte. Nur Brot. Also das ist jetzt nochmal ein Salami-Brötchen ohne Gurke, ohne... Salat ist noch drauf. Und ohne Ei. Ich möchte aber nur Salat. Probieren. Nur probieren? Aber Hauptsache kein Sand in den Händen. Das wäre so. Das Wasser da. Und für die Mami habe ich auch ein... Gut, nee, das ist auch stinkig. Nee, ich möchte gar kein Brötchen. Aber das ist ein Körner. Ich gleich so eine Schnecke. Ich habe mir nämlich eine... Hast du mir das gekauft überhaupt? Nee. Das hast du mir gesagt, das habe ich nicht gekauft. Rosinenschnecke oder Puddingteilchen. Ja. Du sollst die Möwen nicht füttern, die werden nur noch frecher. Guck mal, da kommt schon die nächste gleich. Siehst du? Nicht die Möwen füttern. Oh mein Gott, jetzt sind da vier. Tja, die warten einfach nur darauf, dass sie ein bisschen was fallen lassen. So, was möchtest du, das Pudding-Ding oder willst du diese... Rosinenschnecke haben. Ich glaube, ich nehme Rosinenschnecke. Oh, guck mal, jetzt werden die aufdringlich. Oh, guck mal. Die werden richtig aufdringlich gerade. Das ist, zeig mal. Die werden jetzt belagert hier von den Möwen. Oh. Nein, Jonas, du bist nicht. Nein, das ist. Die schnappen sich das in der Luft. Oh mein Gott. Alter, die machen die Arme. Alle ziehen sich zurück. Gut, also nicht füttern. Schlechte Idee. Wie viele sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollen sie füttern? 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Hilfe. Also nicht füttern. Ja, nicht. Das lernen wir daraus. Wenn man einer Möwe was Gutes tun, dann kommt die ganze Familie. Das hier ist jetzt meins. Und was ist das? Ja, entschuldigen Sie mal bitte. Das ist der Nachtisch, bevor ich ein Brötchen esse. Oh, ich liebe solche Teilchen. Und dann sollen wir weggehen und die dann fütteln, so dass wir die hier auch mal probieren, Mami. Ja. Aber die eine, die guckt mich schon so an, also. Schlechte Idee, sie zu füttern. Du musst noch ein Update machen. Das ist ja sicher schon. Was habe ich gemacht? Eine Rakete Update? Müssen wir noch zeigen. Ja. Die Rakete. Die ist richtig gut. Die haben wir jetzt da dran gemacht. Mach mal an, Justus. Kommst du dran? Wackelt jetzt. Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. You hold my hand, look me in the eyes.
Erstmal muss ich hier im Wald hier nochmal hinzaubern. Es war einmal ein König, der hatte so viele Schätze und wollte nichts davon abgeben. Deshalb versteckte er einen Schatz. Und zwar nur er wusste, wo der Schatz versteckt ist. Und zwar mitten in einem Wald, unter einem Stein. Mitten in einem Wald. Unter einem Stein. Wo könnte er gewesen sein? Hier! Okay. Nee, dann will ich auch da. Hier, ein Grabbein. Hab ich! Ah! Die Piraten sagt. Johann! Mein Sohn. Wie immer im Wasser. Er liebt es im Meer. Meine süße Maus kugelt sich hier die ganze Zeit. Ich mache hier jetzt aber eine frische Windel und dann wollen wir los zum Abendessen. Eine frische Windel. Die süße Maus. Ups. Komm doch zu Mami. Oh, Baby. Baby. Also Anastasia macht das hier richtig toll mit im Urlaub. Hätte ich nicht gedacht. Also allein die Fahrt war schon so entspannt und angenehm. Und jetzt auch hier die Nächte total unkompliziert. Sie schläft aber nicht in diesem Bett, was wir hier haben. Also das ist vom Hotel. Sondern ja, sie schläft hier bei uns einfach auf dem Bett. Mittendrin. Ich habe übrigens heute, oder ja genau, heute so ein richtig tolles Video gesehen. Ich dachte, das müsste ich eigentlich auch machen. So im Schnelldurchlauf eine Nacht mit Baby. Wie sich das Baby so die ganze Zeit rumwälzt und so und dann zwischendurch gestillt wird und so. Also fand ich richtig schön. Die Kinder abgeduscht? Also, sorry, die Kinder sind jetzt geduscht. Sehr gut. Machen die jetzt noch fertig? Ist fertig. Ziehst du dich um? Machst du dich schick? Ich mache mir jetzt mal nackig. Okay, dann gucken wir lieber auf die andere Seite, wa? Hier gibt es was Tolles zu sehen. Ich mache jetzt noch einen kleinen Haul. Wir waren nämlich heute in so einem tollen Kinderladen hier. Ich weiß nicht, Justus und ich kaufen ständig. Ich habe immer Sachen für die Kinder. Ja, ich habe tatsächlich süß und super, super süße Sachen gefunden. Einmal das hier für Anastasia. Das ist schon Größe 74. Ja, ich habe es in etwas größer gekauft, damit wir auch noch länger was davon haben. Sonst würde es ihr jetzt gerade so passen und das lohnt sich gar nicht mehr. Sie trägt tatsächlich schon Größe 74, so schnell geht das. Dann hat sich Johann unfassbar viel ausgesucht. Fand ich toll, dass er dieses Mal auch richtig viel gefunden hat, weil normalerweise, ja, weiß ich nicht, ist da immer nicht so viel für ihn dabei. Aber dieses Mal so richtig coole Sachen, also so ein bisschen Urlaubsfeeling und so. Ja, das passt ihm auch schon. Das ist schon 164. Oh mein Gott. Das hier ist auch richtig schick. Guck dir das an. Toll aus, oder? Und das hier hat er sich auch selber ausgesucht. So. Und ja, alles T-Shirts für ihn. Das hier sieht auch cool aus. Richtig toll. Also freue mich sehr, sehr für ihn, dass er das gefunden hat. Und für Clara zwei Sachen. Ach, Lisa hat sich auch was ausgesucht. Und zwar so ein Käppi. Aber das hat sie jetzt schon angehabt. Deswegen kann ich das jetzt gerade nicht zeigen. Aber sie hat sich so ein Jumpsuit ausgesucht. Mit Kirschen drauf. Steht ihr unfassbar gut. Und auch nochmal ein Jumpsuit mit Wassermelonen drauf. So, Justus ist jetzt gerade unter die Dusche gesprungen. Macht sich auch schon gerade fertig.
Ich gehe immer nicht so gerne ins Wasser. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du kannst mir gerne mal schreiben, ob du ja, ins Meer springst oder nicht. Obwohl das Wasser eigentlich heute sehr, sehr angenehm war. Also es war nicht total kalt oder so. Aber trotzdem weiß ich nicht. Ich bin eher eine, die gerne dann am Strand ist, im Strandkorb ist oder so. Darum liegt es genau. Ja, das sind die Sachen, die wir neu gekauft haben. Die müssen wir zu Hause dann erst nochmal waschen. Papi ist jetzt ein Kohlrabi. Papi ist jetzt ein Kohlrabi. Oh Gott, wie süß. Papi ist jetzt ein Kohlrabi. Oh Gott, ist sie niedlich. Papis Kohlrabi ist so lustig. Stehst du diesmal bei Papi? Ja? Ja, dann beweg dich doch mal. Kämpfe. Guck. Ja, super. Super. Noch eine neue Binde. Aber wissen wir darüber? Jetzt fällst du runter. Da fehlt doch noch was. Wo ist mein Ketchup? Hatten sie nicht. Also, wie kriegst du das hier? Was? Ja, die hatten sie nicht. Wie? Ich steh doch auf der Karte. Ja, haben sie aber nicht. Ah, aber das will ich nicht. Gut, dann esse ich das. Ich hätte gerne meine. Das hier, das habe ich bestellt. Ja, das Brot. Brot mag ich. Und zwar. Kann ich meine auch bestellen. Meine geliebten. Jakobsmuscheln, genau. So lecker. Es gibt Abendessen. So. Wer möchte, kann natürlich hier auch mitessen. Ne? Ich mach schon mal Ketchup hier rein. Ketchup. Ja, warte mal kurz. Soll der Papi das machen lieber? Oder? Guten Appetit! Da hinten, hier ist noch eine Tüte hier. So, wir schauen uns jetzt hier noch. Also, es ist schon Sonnenuntergang. Die Sonne geht schon langsam unter. Und wir waren gerade ja lecker Abendessen. Und jetzt schauen wir uns noch hier diese Bilder an. Das war wohl so ein Malwettbewerb. Ja. Ne? Tiere im Wasser, ne? Wassertiere? Meeresbewohner. Meeresbewohner, genau. Und da munkeln wir immer die ganze Zeit schon, warum das Bild da gewonnen hat. Ist doch gar kein Meeresbewohner. Elisa. Und Clara? Ich hatte zu Clara gesagt, sie hätte da ja auch mitmachen können. Ich finde eigentlich sowas auch schön. Also gegen sowas habe ich auch irgendwie. Das sieht eigentlich auch schön aus. Ja, also man sieht auch vor allen Dingen, dass nicht nur kleine Kinder mitgemacht haben, ne? Sondern auch ja, Erwachsene, die so richtig gut malen können. Oh, guck mal! Eine Muschel, ein Getränk und ein Ei. Das ist gut, ne? Was sie da leckeres essen. Clara hatte mich auch gefragt, ob man da wohl Meerjungfrauen malen kann. Oder meine ich noch? Aber es haben auch andere gemalt. Ja, junge Frauen. Wir laufen hier noch so ein bisschen rum, aber ich würde sagen, wir verabschieden uns schon aus dem Urlaub. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass wir so ein paar kleine Szenen aufgenommen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.